Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader Helpdesk. Mein Name ist Mauro Heller und ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Das ist sehr schön, wunderbar. Ich habe auch schon wieder viele bekannte Namen in meiner Liste hier gelesen bei den Teilnehmern und freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen, so kurz vor Weihnachten. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, Sie haben mir wieder viele, viele Fragen mitgebracht. Dann öffnen wir doch zuallererst mal die TWS. Um die soll es ja heute auch gehen. So, eine Frage, die kam schon vorab hier rein. Zu der wollen wir direkt mal kommen. Und zwar, Chart ist schwarz mit Verweis, verzögerte Daten. Wie kann man das beheben? Ein Chart ohne Darstellung ist ja ein Witz. Da haben Sie aber vollkommen recht. Ja, ein Chart. Schwarz auf schwarz, ja, das sind wahrscheinlich schwarze Candles eingestellt, kleiner Scherz, ja. Es ist immer schwer, eine Ferndiagnose jetzt tatsächlich so zu machen, wenn ich sie nicht persönlich am Hörer habe, aber ich zeige Ihnen einfach mal, wie man einen Chart öffnet, beziehungsweise wo man da an gewissen Stellschrauben noch drehen kann, damit man vielleicht doch zu einem Ergebnis kommt. Ich nehme mir jetzt hier auch mal die Apple-Aktie. Apple-Aktie hat bei mir hier auch verzögerte Daten. Verzögerte Daten erkennen wir daran, dass wir hier eine gelbe Raute in der TWS sehen. Vor dem Bid- und Ask-Kurs. Ich mache mal einen rechten Mausklick auf Apple, öffne mir mal den Chart. Jetzt ist er hier auf dem anderen Monitor gelandet, ist aber nicht weiter dramatisch. So sieht der Chart normalerweise direkt aus, sobald ich ihn öffne. Kleine Stellschrauben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, oftmals bekommt man oder gegebenenfalls auch hier angezeigt, No Market Data Permission for Island oder also Island wäre in dem Falle Nasdaq oder No Market Data Permission for NYSE. Wenn man dort verzögerte Daten hat, dann gehen Sie einfach hier oben mal auf Bearbeiten, Chartparameter. Es öffnet sich das Menü und hier unten bei den Anzeigewerten. Hier kann man natürlich Verschiedenes wählen. Ausführungen, das sind die Trades, die tatsächlich stattgefunden haben. Und Midpoint, also immer die Mitte zwischen Bid und Ask. Ja. Geldbriefkurs, indikative Auktion etc. pp. Auf die restlichen gehe ich jetzt mal nicht ein. Wichtig sind immer hier Ausführungen und Midpoint. Ich weiß jetzt nicht, was Sie dort eingestellt haben genau, aber versuchen Sie mal, wenn dort Midpoint eingestellt ist, auf Ausführungen zu klicken oder umgekehrt. Und verraten Sie mir vielleicht dann im Laufe des Webinars, ob sich da was daran geändert hat. Ansonsten, würde ich tatsächlich vorschlagen, wir führen mal ein persönliches Telefonat im Anschluss an das Webinar. Ja. Ich denke dann so nach 19 Uhr, dann kriegen wir das sicherlich behoben, das Ganze, ja. Weil auch aus meiner Sicht schwarzer Chart hört sich erstmal relativ schlecht an. Wie gesagt, hier in den Chartparametern Ausführung Midpoint gehen Sie mal auf Ausführungen und sagen Sie mir und verraten Sie mir dann, ob Sie tatsächlich nicht doch einen Chart reinbekommen. Wichtig ist, wenn ich dort unten etwas übernehme, auf Übernehmen und Okay, das Ganze einmal zu bestätigen. Ja. Weil ich kann den Fehler hier leider nicht replizieren, aber ich denke, damit sollte sich das ganze Problem auch schon beheben lassen. So, Mensch, jetzt flattert hier eine Anfrage nach der nächsten rein. Aha, ich habe es mir schon fast gedacht, dass auch hier sicherlich eine Frage zum Brexit kommen mag und zu der Umschlüsselung Ihres Kontos von UK nach Irland. Wie lange hat man eigentlich Bedenkzeit, sein Ja zur Migration von IB zu geben? Bedenkzeit, ich sag mal, bis Ende des Jahres. Je schneller Sie das machen, desto schneller sind Sie, denke ich, oder vermutlich auch wieder bereit, um an dem Handel aktiv teilzunehmen. Es gibt drei Möglichkeiten dort. Die erste ist, ich stimme dem Ganzen zu. Die zweite ist,
geben Sie mir, lassen Sie mich noch eine Nacht drüber schlafen, ja, auf gut Deutsch gesagt, ja, fragen Sie mich später nochmal. Und die dritte ist, ich möchte gar nichts machen, ich möchte in UK verbleiben. An der Zustimmung kommen Sie nicht vorbei, ja, zumindest nicht, wenn Sie handlungsfähig bleiben wollen. Der zweite Punkt, sage ich mal, eine Nacht drüber schlafen, da verschieben Sie das Ganze nur die Zustimmung. Und beim dritten Punkt wäre wie folgt, wenn Sie dem Ganzen nicht zustimmen, dann wird Ihr Account mit Beginn des nächsten Jahres auf Closing Only gesetzt und Sie können nur noch bestehende Positionen verwalten. Ja, also keinen neuen Handel mehr eingehen. Es wäre also die schlechteste Möglichkeit. Und ich sag mal, wenn Sie jetzt schon dazu aufgefordert werden, über Ihre Kontoverwaltung, das geht jetzt peu à peu, ja, also Kunden sind am Samstag 6.000 Einladungen an unsere Kunden rausgeschickt worden und es kommen jetzt täglich neue mit hinzu. Und ja, je schneller Sie zustimmen, desto schneller, denke ich, haben Sie das Ganze erledigt und können desto früher auch wieder starten mit dem Ganzen. Ja, und dann hoffentlich ein erfolgreiches Jahr 2021 gemeinsam, dass wir das zusammen fortführen, so wie wir das in den letzten Jahren auch hatten. Da sehe ich hier die nächste Frage. Kann ich im Chart die Zeitachse kontinuierlich verschieben oder nur über Zeiteinstellungen manuell erledigen? Ja, über die Zeit. Ich mache nochmal den Chart auf. Na, ich habe ihn geschlossen. Machen wir nochmal einen neuen Chart auf. So, diese Zeitachse hier unten lässt sich tatsächlich nur insofern verschieben, dass man hier sagt, okay, ich gehe hier in eine andere Zeiteinheit. Und ja, so lässt sich das Ganze verschieben. Wenn, dann geht es hier auch noch über in diesem roten Bereich hier oben auf die Zeitebene klicken, roter Bereich, heute machen wir mal stündliche Candles, Balkenbreite anpassen, okay, das ist in Ordnung. Das Einzige, was Sie da machen können, Sie können hier in diesem roten Bereich, können Sie die Zeitachse ein bisschen anpassen, ja. Also das wäre hier möglich, indem man hier unten in dem Chart, sage ich mal, diese Zeitachse rein und rauszieht, ja. Aber grundsätzlich irgendwelche Voreinstellungen treffen ist nicht möglich. Und wie gesagt, auch nur in dem roten Bereich, wenn Sie hier den Zeitraum im roten Bereich wählen und nicht hier die Kerzengröße, ja. Ich hoffe, das hilft weiter. Vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die mit der TWS noch nicht so viel gearbeitet haben, hier unten, damit hier an der Kursskalierung hier an der rechten Seite der Chart nicht unbedingt dran klebt, gibt es hier unten einen kleinen blauen Pfeil. Wenn Sie da mit der linken Maustaste das Ganze einmal festhalten, können Sie das Ganze etwas nach links schieben und dann klebt die Kerze nicht direkt am Kurs. Ich hoffe, es hat weitergeholfen. Jetzt gucken wir, was wir hier noch haben. Mir zeigt es im Tageschart meinem EMA 200 und EMA 50 nicht mehr an, obwohl er eingestellt ist. Wie kann ich mir das wieder herholen? Ja, also gehen Sie hier oben auf Bearbeiten, Chartparameter, dann zu den Studien. Und hier kann es natürlich sein, dass er gegebenenfalls nicht mehr angehakt ist. Ich werde das Ganze jetzt einmal hier einfügen. Ich nehme einmal, zweimal, nehmen wir auch mal einen 200er. Und einmal nehmen wir einen 50er gleitenden Durchschnitt. Ich gehe mal auf Übernehmen und okay. So, wenn hier das Häkchen, Sie sehen jetzt hinten im Chart, ich schiebe das mal beiseite, dass die beiden gleitenden Durchschnitte hier vorliegen. Sie können den hier in den Kästchen, jetzt kriege ich hier eine Meldung angezeigt, hier in diesem Paper Trading Konto. Sie können den hier in den Kästchen ein- und ausstellen. Ja, ich vermute, dass irgendwo die Kästchen, na, also wenn ich hier den Haken rausnehme,
dann wird die Studie nicht mehr angezeigt. Wenn ich sie wieder reinmache, die Häkchen, dann wird es wieder angezeigt. Ich vermute ganz stark, dass die Haken bei Ihnen, Sie sehen es schon, gegebenenfalls nicht drin sind. Ja. Und von daher probieren Sie da mal die Häkchen wieder reinzusetzen. Und das sollte, denke ich, das ganze Problem auch schon beheben. Ansonsten, falls es nicht so ist, gerne auch hier kurz beim Support durchklingeln, weil eine Ferndiagnose im Webinar jetzt zu machen, ist etwas schwierig. Ja, sollte sich aber damit eigentlich auch schon beheben lassen. Ja, wenn nicht, klingeln Sie einfach mal kurz durch und dann können wir uns zur Not auch mal auf Ihren Rechner schalten. So, gucken wir mal. Okay, wie kann ich weitere Eingabezeilen in der Übersicht ergänzen, da ich aktuell alle Zeilen mit Aktien belegt habe? Wie folgt, ich denke, Sie sprechen von der Watchlist und hier unten diesen freien Zeilen. Machen Sie Folgendes, einfach in irgendeine Zeile einen rechten Mausklick machen und dann gibt es hier unten schon den Menüpunkt Zeile einfügen. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen öfter, damit Sie sehen, dass das gut funktioniert. Zeile einfügen und schon habe ich hier, kann ich meine Watchliste hier weiterhin mit neuen Titeln ergänzen. Ja. Falls Sie diesen Menüpunkt noch nicht haben, sollte eigentlich anfangs, selbst wenn es neu ist, also ein neues Paper Trading Konto direkt angezeigt werden. Falls nicht, gibt es, wenn Sie einen rechten Mausklick machen, sich dieses kleine Fensterchen öffnet, hier unten einen Punkt mit Pfeil nach unten und es öffnen sich weitere Menüpunkte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Ja, da haben wir doch was Neues. Hallo Herr Heller, könnten Sie heute kurz noch mal etwas zu den Pattern Day Trader Rules sagen? Also, was passiert, wenn ich doch über die Anzahl an Trades komme, zum Beispiel, wenn ich unvorhergesehen ausgestoppt werde, Sperrung des Kontos etc. Und liege ich richtig, dass dies nur für das Trading amerikanischer Aktien gilt? Erst wenn das Konto mehr als 25.000 Euro inne hat, gibt es keine Beschränkungen mehr. Ist quasi fast richtig, ja. Zumindest bis Jahresende wird es noch so sein. Die Pattern Day Trader Rule wird es durch den Umzug nach Irland nicht mehr geben. Die wird wegfallen, ja. Und ich erkläre aber trotzdem nochmal, wie es bisher gehandelt wurde oder gehandhabt wurde. Es ist ein US-amerikanisches Kontomodell, dieses RegT Margin Konto, was Sie bei uns haben. Und es fallen tatsächlich nicht nur die US-amerikanischen Aktien drunter. Das war früher bei uns so, dass wirklich nur gesagt wurde, Konten unter 25.000 US-Dollar dürfen maximal 4 Daytrades innerhalb von 5 Werktagen machen. Ja, das ist zum Schutz der Kleinanleger von der US-Finanzaufsicht so beschlossen worden. Ich sage jetzt extra 4 Daytrades, weil die Originalregelung dies nämlich besagt. Jetzt ist es so, dass wir bei CapTrader-IB ein vorgeschaltetes System haben, was bereits nach 3 Daytrades innerhalb von 5 Werktagen eingreift, ja, sodass sie eben nicht wie nach der Originalregelung für 90 Tage gesperrt werden, sondern, sage ich mal, sich innerhalb von 48 Stunden wieder entsperren können, ja. Das ist quasi unser Schutz vor dem Schutz von der Finanzaufsicht aus den Vereinigten Staaten. Und es betrifft wirklich alle Konten unter 25.000 US-Dollar auf dem Security-Segment. Bedeutet hier, das Konto teilt sich in verschiedene Segmente auf
Und hier dieses Wertpapiersegment ist davon betroffen, wenn auf diesem Konto weniger 25.000 Dollar liegen, wurden ja die Teilnehmer, wenn sie jetzt mehr als 3 Daytrades gemacht haben, gehen wir mal davon aus, ich habe heute Apple gekauft, ich habe heute Apple wieder verkauft, ich habe Microsoft heute gekauft, ich habe Microsoft heute wieder verkauft und ich habe eine Amazon heute gekauft und verkauft. Das wären drei Daytrades gewesen, ja, am heutigen Tage. Das würde bedeuten, dass ich für die nächsten 5 Tage tatsächlich vom Handel gesperrt bin, ja, außer ich lasse mich einmal über die Kontoverwaltung wieder entsperren. In der Kontoverwaltung wäre dann der Weg zum Entsperren einmal oben ins Menü zu gehen, oben links, dann auf Support, dann dort ins Mitteilungscenter oder in die Mitteilungszentrale und dann oben rechts auf Compose. Und dort konnten sie dann ihre Pattern Day Trader einmal überprüfen und sich gegebenenfalls entsperren lassen. Wie gesagt, das Ganze gilt auch für europäische oder galt jetzt seit ein paar Jahren auch für die europäischen Werte und wird aber Anfang nächsten Jahres mit dem Umzug nach Irland gänzlich wegfallen. Ich hoffe, das Ganze ist soweit geklärt. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ich möchte eigentlich nur zum Kauf von US-Aktien Euro in Dollar tauschen. Wie mache ich das auf die Schnelle? Mensch, die Frage, die hatten wir, glaube ich, in den letzten 3 Helpdesk gar nicht mehr. Aber umso schöner, wenn Sie einfach tauschen möchten, Euro in Dollar, dann gucken Sie, gehen Sie in die TWS rein, ist am einfachsten, wenn Sie die TWS nutzen, so wie wir das jetzt hier tun, geht natürlich auch in der mobilen Applikation oder in der Kontoverwaltung oder aber auch im Webtrader. Heute geht es um die TWS. Gucken Sie, dass Sie in einer freien Zeile Euro US-Dollar stehen haben. Wenn Sie das nicht haben, zeige ich Ihnen auch, wie Sie das einmal machen. Ich werde die Zeile hier einmal löschen. Falls Sie kein Euro-Dollar bis jetzt haben, geben Sie ein EUR.USD, drücken auf Enter. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Hier können Sie ideal Pro wählen im Cash. CFD wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Doppelklick da drauf und schon haben Sie den Euro-Dollar in Ihrer Watchliste liegen. Jetzt möchte ich Euros verkaufen, ja, um Dollars zu bekommen. Dann mache ich Folgendes. Es passiert nämlich immer etwas mit der erstgenannten Währung. Ja, also klicke ich auf den Geldkurs. Dann öffnet sich darunter eine Verkaufsorder. Ich verkaufe 20.000 Euro. Tagesgültigkeit ist okay. Ich mache das Ganze mal Market. Wichtig dabei ist, wenn Sie nur tauschen möchten, nicht hier auf Ideal Pro das Ganze zu erledigen, sonst das ist für die Forex-Händler ganz wichtig, dann wird Ihnen nämlich ein Gewinn und Verlust dieser Position angezeigt. Gehen Sie dann einfach auf FX-Conf, also das bedeutet FX-Conversion und das wäre der ganz einfache Tausch. Ich mache das, weil da eine Million auf dem Konto ist, tauschen wir zumindest mal 100.000, damit wir das gleich sehen. Ich gehe auf Übermitteln. Dann öffnet sich noch ein kleines Fensterchen, wenn Sie es nicht schon weggeklickt haben, diese Meldung nicht mehr anzeigen. Was das bedeutet, heißt, ich bekomme 121.000 US-Dollar, ist mein Handel. Hier sehen Sie das, was das aktuell ja, an Margin-Auswirkungen hätte. Überschreiben, übermitteln das Ganze. Es ist ausgeführt und Sie sehen, ich habe jetzt hier in meinem Kontofenster sehe ich das. Ich mache das noch mal ein bisschen langsamer. Oben links ins Kontofenster, die 2 Münzstapel. Da sehen Sie jetzt, ich habe 100.000 Euro verkauft und habe 121.755 US-Dollar erhalten. Mehr ist es gar nicht. Und dann, sobald Sie jetzt US-amerikanische Aktien kaufen, wird auf Ihren Dollarbestand zugegriffen und ja. Das war's schon. Mehr ist es gar nicht. Ich öffne mal kurz das Handelsprotokoll. Da sehen wir auch noch, was wir getan haben. Wir haben verkauft 100.000 Euro zu einem Kurs von 1,21,75,7 Währung in US-Dollar. Und
Das war's. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. War sehr schön, die Frage, die hatten wir schon lange nicht mehr. Call-Option. Wenn ich die Option jetzt ausübe, zum Beispiel XLP, bekomme ich dann den ETF eingebucht oder wird das Cash abgewickelt und ist das mit dem und wie ist das mit der Margin? Ich habe dann ja 100 Stück. Ja, ist absolut richtig. Wenn Sie Ihren Call ausüben, ja, dann haben Sie das Recht, diese Aktien zu dem entsprechenden Strike-Preis Ihres Calls zu erwerben. Ja, und dementsprechend können Sie die auch direkt eingebucht bekommen. Wichtig dabei ist, ob dann tatsächlich die Margin ausreicht. Ich weiß jetzt nicht, XLP, wir gucken mal, wo steht das Ganze oder was ist es für ein ETF? So. US-amerikanischer ETF spielt dabei keine Rolle. Wenn ich Optionen handle, sind sie auch als Non-Professional, also als Privatkunde, berechtigt, letztendlich diese Positionen zu bekommen oder angedient zu bekommen, wenn sie Stillhaltergeschäfte machen. Um herauszufinden, ob meine Margin ausreicht, öffne ich hier mal eine Order, 100 Stücke zum... Wir nehmen jetzt mal 66. Wir tun mal so, als wäre mein Strike bei 66 gewesen. So, gehe auf Vorschau und sehe jetzt, der Betrag wären 6.600 US-Dollar und die Auswirkungen, ich bräuchte mindestens 1.664 US-Dollar auf meinem Konto, damit ich die Position, also frei auf meinem Konto, damit ich die Position überhaupt erst eingehen kann. Und ja, dauerhaft, sage ich mal, das dauerhaft Blockierte wäre ebenfalls bei 1.664. Also sprich, das müssten Sie jetzt an freiem Kapital haben in US-Dollar, damit Sie die 100 Stücke eingebucht bekommen, ja, und permanent halten können. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir nochmal die Frage, was passiert, wenn ich bei UK bleiben möchte? Habe ich vorhin gesagt, können Sie von mir aus tun. Sie werden dann halt nicht mehr handeln können, also keine neuen Käufe tätigen, sondern dann tatsächlich dementsprechend ja nur noch Ihre Position verwalten können. Ich weiß, es gibt, um nochmal da auf dieses ganze Brexit-Thema zu sprechen zu kommen, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Nachrichten, ja, wo es heißt, wenn ich hier bin, wenn ich ein Konto in den USA habe, ja, gegebenenfalls, da haben ja auch noch andere Introducing Broker, die LLC aktuell angeschlossen sind, eine riesige Welle geschoben, ja, was dementsprechend so nicht zutreffend ist, ja, die haben da geworben mit, kommen Sie zu uns, Einlagensicherung bleibt gleich, das stimmt definitiv so nicht, IB hat uns das mehrfach bestätigt und es steht jetzt auch bei der Zustimmung von UK nach Irland, schwarz auf weiß nochmal, dass auch europäische Kunden, die aktuell ihr Konto bei IB LLC haben, dementsprechend umziehen werden. Zwar jetzt nicht direkt so schnell wie die UK-Kunden, aber dafür bis Ende des ersten Quartals 2021. Das bedeutet dann dementsprechend werden auch diese Kunden, wenn sie bei CapTrader oder Interactive Brokers weiter handeln möchten, diesem Transfer von UK oder USA dementsprechend nach Irland zustimmen müssen. Ansonsten, wie gesagt, bleibt nur noch, dass sie ihre Positionen lediglich nur noch verwalten können. Ja, war sehr viel Irreführendes auch. Und ja, ich hoffe natürlich jetzt, dass es mal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser wiederkommt, das Ganze. Ja. Ich hoffe, das Ganze ist damit erledigt. Ansonsten gerne nochmal nachhören. Ja, ich gehe die Fragen der Reihe nach durch, dann komme ich nochmal auf Ihre Fragen zurück.
Wo stimmt man für den Wechsel zu? Ganz einfach in der Kontoverwaltung. Ja, also Sie loggen sich in Ihre Kontoverwaltung ein und es wird Ihnen dort eine Zustimmung vorgeschalten. Ja, also sprich, Sie kommen gar nicht so richtig in Ihre Kontoverwaltung rein. Sie werden also direkt darauf hingewiesen. Und wie vorhin schon mal anfangs des Webinars erwähnt, das wird so peu à peu gemacht. Ja, die ersten 6.000 Kunden von uns, die wurden auch schon benachrichtigt. Das sind allerdings die etwas neueren Kunden, die, sage ich mal, aus dem letzten halben, dreiviertel Jahr, die dort benachrichtigt wurden, ja, und die haben jetzt die Zustimmung schon mal erhalten und es folgen natürlich der Reihe nach jetzt alle bis zu unseren ersten Kunden tatsächlich runter und es wird, sage ich mal, definitiv entweder vor Weihnachten oder zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten, Neujahr, sollten eigentlich jeder die Zustimmung einmal in seiner persönlichen Kontoverwaltung finden. Ja. Kontoverwaltung, falls Sie noch nicht wissen, wo die ist, zeige ich Ihnen gerne bei uns auf der Homepage. Hier oben rechts auf Login. Dort die Kontoverwaltung auswählen. Und hier mit persönlichen Benutzer- und Zugangsdaten bitte einmal anmelden und mehr ist es auch gar nicht. Ja, und dann sehen Sie schon, dass dort um Ihre Zustimmung gebeten wird. Ja. Super. Ja, jetzt sehe ich hier, wo sehe ich denn die Auswahlmöglichkeit in der Kontoverwaltung? Ich muss sagen, dann waren Sie oder haben Sie wahrscheinlich dementsprechend ja diese Vorschaltung der Zustimmung noch nicht erhalten. Ja, würde ich Sie einfach um ein bisschen Geduld bitten. Wie gesagt, das wird definitiv entweder jetzt noch in den kommenden Tagen, spätestens aber dann bis zum 31.12. sollte jeder der Kunden diese Nachricht in seiner Kontoverwaltung finden. Ja, jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Ja, der Kunde, der hat natürlich hier recht. Ich habe einen Wohnsitz in der Schweiz und habe mich neu angemeldet bei Capterra. Für mich dürfte sich durch den Brexit also nichts ändern. Richtig? Absolut richtig. Liechtensteiner und Schweizer sind von der Migration nach Irland nicht betroffen, weil sie nicht zur Europäischen Union gehören, ja, beziehungsweise kein Mitgliedstaat sind. Auch wenn sie sich im europäischen Wirtschaftsraum bewegen, ja, sind die davon nicht betroffen und für sie wird sich dann tatsächlich nichts ändern, auch wenn es für die viele unserer Kunden tatsächlich etwas anders ist. Aber für sie als Schweizer ändert sich in diesem Falle dann tatsächlich nichts. Hier geht's um eine Einzahlung. Ich habe gerade nach Frankfurt überwiesen an JP Morgan Chase. Ändert sich das auch? Nein, das bleibt identisch. Ja, da hatten wir ja zwischenzeitlich mal so eine Interimslösung bezüglich des Brexits, ja, wo das Konto, sag ich mal, die Euro-Einzahlungen nach Großbritannien zu JP Morgan gingen. Das hat sich geändert. Frankfurt ist alles gut und wird auch künftig beibehalten, ja. Und ich hoffe, über die nächsten Jahrzehnte wieder, ja, so wie es damals mit der Citibank auch war. So. Ich genehmige mir mal einen kleinen Schluck zwischendurch Wasser. So, was haben wir hier? Wie kann ich die Einstellungen, die ich im Portfolio-Reiter angelegt habe, in einen eigenen erstellten Reiter übernehmen, beziehungsweise in meinem anderen Account? Ja, also Einstellungen, die Sie in einen anderen Account übernehmen möchten, funktioniert wie folgt. Links oben auf Datei. Am besten Einstellungen speichern als. Dann öffnet sich ein kleines Fenster. Hier oben können Sie suchen in, dort können Sie dann den Desktop oder einen Ordner auswählen. Hier sehen Sie schon mal was, was ich mal abgespeichert habe, Triple X. Ja, jetzt machen wir mal ZZZ. Ziemlich zügig. So, speichern das Ganze ab. Und jetzt könnten Sie, wenn Sie die neue TWS aufrufen,
In der neuen TWS oben auf Datei, Einstellungen wiederherstellen klicken. Dann gehen Sie hier auf Benutzer definiert. Okay. Es öffnet sich wieder Suchen in. Ich gehe auf Desktop, wähle ZZZ aus, öffne das Ganze und schon habe ich die Einstellungen meiner anderen TWS auch in dieser TWS. Ja, das ist halt, wenn man vielleicht zwei verschiedene Kontotypen hat, eins Cash, eins Margin oder gegebenenfalls für ein Familienmitglied das Konto noch mitbetreut oder etwas dergleichen, dann kann das schon mal sehr hilfreich sein, wenn man zumindest die gleichen Einstellungen auf beiden TWSen hat. Ja. So, da kommen wir wieder zu einer Optionsfrage. Super. Werden Optionen American Style, die im Geld sind, automatisch ausgeübt? Zum Beispiel bei einem Long Call im Geld, der am 15.01. verfällt, auf meinem Konto gebucht? Wenn nicht, wie kann ich das in meiner Abwesenheit sicherstellen? Ja, also es ist tatsächlich so, Optionen, die sich im Geld befinden, ja, also Aktienoptionen, die meisten davon sind American Style. Ich kenne nur tatsächlich französische, die tatsächlich auch europäische Ausübung haben. Aber die meisten Aktienoptionen sind American Style, können also jederzeit ausgeübt werden. Aber hier geht es ja um einen gekauften Call, den Sie haben, der sich im Geld befindet. Und sobald er sich im Geld befindet, gibt es dort auch dann nach Verfall, also nachdem die Börse geschlossen hat an 22 Uhr, bekommen Sie auch die Einbuchung der Titel. Ja, also das würde automatisch funktionieren und Sie müssen dort nicht explizit nochmal bestätigen, dass Sie darauf pochen, dass es auch ausgeübt wird. Ja, wobei Sie haben auch hier die Möglichkeit in den Einstellungen. Jetzt muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich muss einmal schnell nachgucken. Es ist, glaube ich, bei Orders und bei den Einstellungen. Hier haben Sie das, und zwar Optionsausübungsanfragen. Ja, das wäre jetzt nicht, wenn Sie den bis zum Schluss verfallen lassen, sondern dementsprechend vielleicht auch vorzeitig mal ausüben möchten. Ja, dort haben Sie die Möglichkeit zu sagen, Optionsanfragen sind bis zum Stichzeitpunkt, variiert je nach Clearingstelle, ist klar, bearbeitbar. Das heißt, der würde tatsächlich dann dementsprechend erst nach Börsenschluss zugeteilt werden, also nach jedem Handelstag, nach jeder Handelssession. Ja, und Sie können sagen, okay, ich möchte den ausüben oder ich möchte ihn nicht ausüben. Ja, Sie können die Ausübung also zurückziehen nochmal während des Handelstages, können hier aber auch umstellen auf endgültig und können nicht storniert werden. Und wenn Sie dies machen, endgültig können nicht storniert werden, dann bekommen Sie normalerweise die Titel auch tagsüber unter Tage relativ zügig eingebucht. Ja. Und wenn Sie das so möchten, gehen Sie auf Übernehmen und okay. Wichtig ist hier oben die Mitteilung, die dort kommt. Obwohl Sie festgelegt haben, dass Optionsausübungsanfragen endgültig und nicht widerruflich sein sollen, folgen einige Kontrakte diesen Regeln nicht und bleiben bis zur Frist der Clearingstelle widerruflich. Ja. Also auch da gibt es dann dementsprechend halt eine Besonderheit, aber bei Aktienoptionen, zumindest bei den meisten, die ich gehandelt habe, ist es so, wenn ich sie ausüben möchte, dann passiert das direkt. Ich klicke dann auf Ausüben und bekomme den Titel eigentlich fast umgehend eingebucht. Ja, aber wie dort oben schon steht, es kommt auf die Clearingstelle drauf an, kann also auch passieren, dass das dass Sie warten müssen, bis der Handelstag vorbei ist, bis Sie eine Andienung bekommen. Ja, übernehmen und okay und schon wäre es eingestellt. Ja, ich hoffe, die Frage ist vielleicht auch mehr als nur beantwortet worden. Habe ich die Möglichkeit im Tageschart über eine Zoom-Funktion die Kerzen größer zu machen? Ich öffne jetzt mal wieder meinen Chart. Ja, also rein theoretisch können Sie die Kerzen größer machen und auch in den Chart hineinzoomen. Funktioniert ganz einfach, wenn Sie sich in diesem blauen Bereich der Kerzengröße, hier vorne steht Kerzengröße, befinden. Ja,
Dann können Sie mit Ihrem Mausrad rein und rauszoomen, ja, wie es Ihnen beliebt. Wenn Sie sich in dem roten Feld bewegen, hier sieht es ein bisschen anders aus. Gehen wir mal hier auch auf stündlich. Dort ändert sich, wenn ich das Mausrad drehe, lediglich die Kerzengröße, die größer und dicker wird, ja, oder dünner und dicker. Dann müsste ich hier unten tatsächlich, wie eingangs schon mal gezeigt, das etwas verändern, damit ich ein bisschen vielleicht einen größeren Zeithorizont sehe, ne? Also, Frage wäre die richtige Antwort im blauen Bereich und mit dem Mausrad können Sie dann rein und rauszoomen, sodass die Kerzen eben dementsprechend auch etwas größer dargestellt werden, ja? Vielen Dank für den Hinweis zur Watchliste. Dann haben wir das geklärt. Ich habe ein Hauptkonto und ein dazugehöriges Unterkonto. Wie kann ich die Spalten auf die jeweiligen Konten spezifisch zuordnen? Das geht tatsächlich so nicht. Ja, also die TWS, wenn Sie ein Unterkonto haben, dann haben Sie einen Benutzer. Ja, und der Benutzer tatsächlich, der kann auch, sage ich mal, nur auf dieses Profil zugreifen. Ja, also hier wäre es so, wenn ich das einstelle, dann kann ich hier zwar zwischen den Konten hin und her wechseln, kann aber nicht sagen, das eine Konto soll die Watchlisten haben, die sollen so aussehen, das andere Konto soll andere Watchlisten haben. Was Sie natürlich machen können ist, ja, Sie können sich hier eine neue Watchlist anlegen, nennen es, ich sage jetzt mal U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Gehe nicht auf Default, sondern sage neue erstellen. Layout soll dann auch U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heißen. Gehe auf OK. Füge mir hier Spalten hinzu. Hier, was nehmen wir dann hier mal? Unrealisierter G und V. Was sollen wir noch nehmen? Kurswert nehmen wir noch mit rein. Optionen vielleicht hier irgendwas. Kurs des Basiswertes. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was hier. Was können wir noch machen? Order-Voreinstellung, grafische Kurswerte. Von mir aus. Grafische Veränderungen. So. So machen wir das jetzt und sagen dann übernehmen und okay. So, Sie sehen hier schon, sieht etwas anders aus, der Titel auch. Und hier würde ich jetzt vorschlagen, wenn Sie mit Unterkonten dann arbeiten, benennen Sie halt Ihre Watchliste auch dementsprechend nach dem Unterkonto, was speziell eine spezielle Watchlist haben soll, ja. Und dementsprechend haben Sie hier auch eine separate Trennung. Hier können Sie auch von mir aus die Felder großziehen. Ja, hier passiert nichts. Und was natürlich ist, wenn Sie das Default-Template, damit Sie hier auch mal einen Unterschied sehen, wenn Sie natürlich alles auf Default lassen, dann passiert Folgendes. Ich ziehe hier diese Zeile groß. Dann sollte es eigentlich im besten Falle auch hier passieren, passiert jetzt gerade nicht. Warum auch immer. Nicht so dramatisch, aber wie gesagt, benennen Sie die doch einfach anders. Ja, dann haben Sie für dieses spezielle Konto eine Watchliste, können hier natürlich auch andere Reiter oben einfügen und dann, wenn Sie hier was ändern, ja, sprich, dann passiert das definitiv nicht in Ihrem anderen Template auch für das andere Konto. Und so könnten Sie, denke ich, zumindest einen guten Workaround haben, ja, was das Ganze anbelangt. Gut, das mit dem Chart hat anscheinend geklappt vorhin. Super. Hab im Depot deutsche und US-Werte. Aktuell übertrage ich diese händisch in einen selbst erstellten Reiter. Kann ich das automatisieren? In einen selbst erstellten, ja, automatisieren nicht. Was Sie machen können, ist einfach die Seite, ich sag mal hier oben mal anklicken, dann machen Sie Steuerung hier mal zack,
das markieren, Steuerung A und dann Steuerung C auf der Tastatur. Dann gehen wir hier in diesen Reiter mal rein, machen hier Steuerung V und schon hätten sie das Ganze übertragen. Also so kann man sich zumindest behelfen und muss nicht jeden Wert einzeln übertragen. Also man kann hier dann tatsächlich über Steuerung A und Steuerung C, Steuerung V definitiv arbeiten und sich halt die Titel markieren. Also ich kann hier auch sagen, okay, Mensch, die drei Titel hätte ich gerne kopiert. Ja, dann markiere ich mir die auch mit Steuerung festhalten, mit der linken Maustaste anklicken, was ich wohin geschoben haben möchte, gehe in meine neue Watchliste, mache Steuerung V und schon habe ich die auch in der neuen Watchliste liegen. Ja. Ich hoffe, das hat dir geholfen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich handle deutsche Aktien und habe Echtzeitkurse für Frankfurt Xetra abonniert. Trotzdem werden in Charts auch Fragezeichen angezeigt, Layers und Support-Artikels. Liegt es daran, dass man Echtzeit alle Börsen braucht, an denen das ist absolut richtig. Ja, die Aussage des Supports ist vollkommen korrekt. Wenn Sie, sage ich mal, nur eine bestimmte Börse abonniert haben, ja, dann sehen Sie zwar hier in der Watchliste Realtime-Daten dafür. Sobald Sie allerdings einen Chart aufrufen, ja, ist dieser smart geroutet. Ja, und das Smart Routing ist ja, sage ich mal, das sucht für Sie immer den vorteilhaftesten Handelsplatz und besten Handelsplatz aus zwischen den Handelsplätzen, die bei uns verfügbar sind. Und von daher ist es tatsächlich so, wenn Sie hier natürlich sagen, machen wir es mal einfach, Adidas möchte ich angezeigt bekommen, gehen, drücken Enter, nehmen hier Adidas Aktie Smart, ja, dann wird Ihnen der Chart, wenn Sie hier rechten Mausklick machen, neuer Chart, dann wird Ihnen der Chart ebenfalls als Smart Routing angezeigt oder als Smart gerouteter Chart. Im Smart Routing sind enthalten, ich zeige es Ihnen auch hier einmal, wir gehen mal auf Aktie gezielt, auch hier wieder, wenn Sie den Menüpunkt noch nicht haben, unten auf diesen Punkt mit dem Pfeil nach unten, dann gibt es hier Aktie gezielt und dort sehen Sie schon, im Smart Routing hier enthalten ist Frankfurt, Xetra, Schweiz, Stuttgart, ChaiX, Torqua, Buds, Straightgate, Gertex und dementsprechend bräuchten Sie tatsächlich diese Marktdaten dafür, dass Sie den Chart Realtime angezeigt bekommen. Folgendes wäre jetzt zu tun. Ja, Sie haben hier den smart gerouteten Chart. Sie tragen hier ein AAPL, drücken hier auf Enter, gehen hier auf Aktie gezielt und suchen sich dann hier einen gezielten Börsenplatz aus. In Ihrem Falle war es, jetzt habe ich blöderweise einen US-amerikanischen Wert aufgemacht. Gehen wir mal zu Adidas, ADS. Suchen sich hier einen gezielten Handelsplatz aus. Und wie jetzt zum Beispiel Frankfurt oder Ibis, was Xetra ist. Dann kriegen Sie auch den Chart tatsächlich in Realtime angezeigt. Ja. Ansonsten bringen Ihnen die, ja, sage ich mal, Frankfurt Xetra Kurse nicht mehr als die kostenfreien Kurse, die wir für all unsere Kunden bezahlen, nämlich die kostenfreien BATS ChaiX Kurse. Ja, also da bezahlt CapTrader die Marktdatengebühren für all die Kunden und über die BATS ChaiX Kurse haben sie in Level 2 Qualität für die meisten europäischen Aktien Realtime Daten. Ja. Es sei denn, Sie sind handeln nur Xetra, dann ja, sage ich mal, würde sich aber auch anbieten, hier in den Watchlisten letztendlich direkt Aktie gezielt auszuwählen, Ibis hier zu wählen und wenn Sie hier dann draufklicken würden, dann würden Sie dementsprechend auch direkt den richtigen Realtime-Chart angezeigt bekommen. Ne? Das sehen Sie dann an hier Ibis at Ibis, das wäre direkt Xetra. Und wenn Sie das in Ihrer Watchliste dann gezielt direkt reinlegen, dann ja, können Sie auch, wenn Sie hier von hier aus eine Order aufgeben, nur an Xetra handeln und Sie bekommen nur den Xetra-Chart auch angezeigt. Ja. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen, aber der Support bei uns, der hatte definitiv recht. Ja.
Mein Handelsprotokoll eigenbringen nach einem Kauf leider nicht. Okay, das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Mein Handelsprotokoll Icon blinkt nach einem Kauf leider nicht mehr. Ich würde vorschlagen, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das ist jetzt keine Einstellung mit dem Häkchen und irgendwas, was Sie dann tatsächlich tun können. Rufen Sie mal den Support bei uns an und ich vermute, dass es gegebenenfalls auch mit einer Umstellung der Version bereits vielleicht auch getan ist. Ich zeige Ihnen mal schnell, wie Sie das gegebenenfalls machen können. Eine Version umstellen. Ich habe hier die Anmeldemaske. Gehe hier auf weitere Optionen. Die TWS darf dann natürlich nicht auf sein. Ja. Unten, wie gesagt, auf weitere Optionen klicken und dort können Sie die Version umstellen. Ja, von Latest zum Beispiel auf Stable. Stellen Sie mal Ihre Version, bevor Sie die TWS starten, auf Stable um, tragen dann dort Ihren Benutzernamen, das Passwort ein und gucken Sie mal, ob es dann tatsächlich wieder blinkt, weil ich denke, damit könnte es schon behoben sein, dass die ganze Thematik. Ja, ansonsten, falls das nicht hilft, rufen Sie uns kurz an, dann gucken wir uns das einmal gemeinsam an. Perfekt. Dann gucken wir mal hier. Was ist, wenn ich ein Eurokonto habe und Aktien in Dollar kaufen möchte? Hier kommt es natürlich wieder darauf an, welchen Kontotyp Sie haben. Es gibt ja Cash-Konto und es gibt das Margin-Konto. Ja, auf einem Cash-Konto müssten Sie tatsächlich vorab Euro in Dollar tauschen, so wie ich das anfangs unseres Webinars schon einmal gezeigt hatte. Auf einem Margin-Konto wäre es wie folgt. Das hier ist auch ein Margin-Konto, was ich hier habe. Da könnte ich jetzt, wenn ich auch Euro eingezahlt habe, weil unsere Konten sind grundsätzlich Multiwährungskonten. Das bedeutet, Sie können hier jegliche Währung führen. Ja, diese Basiswährung, die Sie hier oben zeigen, ist eigentlich rein indikative Basis und zeigt Ihnen einfach nur Ihre Positionen und Ihre Cashbestände in der gewählten Basiswährung an. Die Basiswährung können Sie auch innerhalb von 24 jederzeit umstellen. Ja. Bedeutet aber nicht, dass Sie ein reines Eurokonto haben, ja, sondern mit so einem Multiwährungskonto, wie gesagt, dann wird noch unterschieden zwischen dem Cash-Konto. Dort müssen Sie vorab tauschen, damit Sie einen Bestand haben, weil dort sind keine negativen Cash-Bestände möglich. Auf einem Margin-Konto könnten Sie rein theoretisch, auch wenn Sie Euro eingezahlt haben, machen wir ein Beispiel, Sie haben 20.000 Euro eingezahlt, Sie möchten jetzt eine Apple-Aktie für 10.000 Dollar handeln, Sie würden vorher nicht tauschen, dann würde Ihr Währungsbestand wie folgt aussehen. Sie hätten hier 20.000 plus, ja, also Euro 20.000 und hätten hier US-Dollar negativ von 10.000 stehen, ja, weil Sie für 10.000 Euro Gegenwert Aktien gekauft und sich somit Gelder geliehen haben, ja. Das Leihen hat Folgendes: Wir tauschen also nicht automatisch Gelder für Sie. Das hat einen Vorteil. Das wäre ein Währungshedge. Ja, also Sie wären gegen Währungsschwankungen abgesichert. Macht aber aus meiner Sicht nur bei relativ kurzfristigen Trades dann tatsächlich Sinn, weil Sie bezahlen natürlich Zinsen für die geliehenen Dollar. Ja, in dem Falle. Und dementsprechend, wenn sie langfristig angelegt sind, würde sich natürlich anbieten, gegebenenfalls dann auch von ihren 20.000, auch wenn sie ein Margin-Konto haben, ja, den Teil, den sie benötigen, in US-Dollar zu tauschen, gerade wenn es um Jahresinvestments geht, wo sie sagen, okay, die Aktie, die möchte ich sowieso ein paar Jahre behalten, ja. Dann würde es sich definitiv anbieten, vielleicht tatsächlich direkt zu tauschen und darauf zu verzichten, Zinsen zu bezahlen, ja. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. Aha, okay. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal
zurückspringen zum Anfang. Da hat hier ein Teilnehmer gefragt, XLP, wenn er die ausübt, die Option, ob er die dann, auch wenn es sich um einen US-amerikanischen ETF handelt und er jetzt kein Professional Client ist, ja, ob er sich die andienen lassen kann. Ja, das kann er machen. Ja, also ich kann mir einen US-ETF, den ich offiziell laut der europäischen PRIIPs and KIIs Verordnung nicht handeln kann. Ja, direkt zumindest nicht handeln kann, kann über den Umweg der Option tatsächlich diese Produkte beziehen. Entweder, wenn ich ein Stillhaltergeschäft habe, dass ich ausgeübt werde, ja, und angedient werde, oder ich kann mir natürlich einen Call kaufen, kann den selber ausüben, um diesen ETF zu erhalten. Wenn Sie den ETF erhalten haben, können Sie den natürlich auch handeln beziehungsweise teilweise verkaufen. Wichtig ist dann dabei, wenn Sie den teilweise verkaufen wollen, ich öffne da mal eine kurze Position. So, wenn Sie hier im Portfolio sind, das ist ganz wichtig, Sie haben den XLP in Ihrem Portfolio, Sie machen dort einen rechten Mausklick drauf und gehen nicht auf Verkaufen, sondern tatsächlich auf Schließen. Wenn Sie auf Verkaufen klicken, zeigt Ihnen es an, dass Sie nicht berechtigt sind, dieses Produkt zu handeln. Wenn Sie auf Schließen gehen, weiß die TWS, Mensch, der hat eine Position, die möchte er gerne loswerden, der Kunde. Ja, und dementsprechend können Sie dort auch 50 Stücke verkaufen. Sie können 10 verkaufen, Sie können 20 verkaufen oder auch alles schließen. Ja, aber bitte, wie gesagt, hier über rechten Mausklick schließen gehen und dann funktioniert auch der Handel mit diesem, ja, US-ETF für den europäischen Retail-Clients eigentlich aktuell gesperrt sind. Ja. Ist natürlich auch immer toll, was uns da für Steine in den Weg geschmissen werden, aber ich möchte mich hier gar nicht aufregen. Von daher machen wir einfach mal weiter im Text und gucken mal, was wir hier noch für Fragen haben. So. Wird CapTrader sich an die europäischen Richtlinien anpassen? Ja, natürlich. Also Interactive Brokers, wir müssen natürlich und CapTrader, wir müssen natürlich gucken, dass wir die Regularien letztendlich hier befolgen und einhalten. Ja, aber ich kann Ihnen schon sagen, der Handel, der wird normalerweise wie gewohnt fortgesetzt werden können, ohne große Einschränkungen, so wie Sie es gewohnt sind. Es wird also nicht diese Beschränkungen geben, weder in der Produktvielfalt noch sonst irgendwo, wie Sie es vielleicht von der Hausbank kennen oder irgendwas. Also es bleibt grundsätzlich alles im, ja, sag ich mal, im grünen Bereich und so wie Sie es gewohnt sind von uns. Das Einzige ist halt tatsächlich, dass Sie jetzt dann nicht mehr das Konto in UK führen, sondern dann nach Irland umziehen. Ja, aber so wie gewohnt, die Pattern Day Trader Regelung wird wegfallen und größere Auswirkungen auf Ihren Handel wird es nicht geben. Zumindest ist das der O-Ton von Interactive Brokers und ich glaube da auch nicht daran, dass es dort allzu große Einschränkungen gibt. Aber wir müssen natürlich zumindest muss man sich in den, ja, an den Richtlinien orientieren und dementsprechend natürlich auch Folge leisten. Ja, also man darf da nicht aus der Reihe tanzen, sonst dürfen wir irgendwann mal gar kein Geschäft mehr hier machen. So. Da sehe ich noch mal kurz was zu XLP, bekomme keine Rechte. Kunden nicht anklicken. Ja, das habe ich ja gerade, denke ich, erklärt und ich denke, so können Sie den auch dementsprechend ja, wieder verkaufen, ansonsten melden Sie sich einfach mal kurz, ja? So, vielen Dank, vielen Dank. Was haben wir hier noch?
Jetzt sehe ich hier, möchte für den Handel deutscher Aktien gerne ein weiteres Datenabo abschließen. Jetzt habe ich zwei Varianten bekommen. BATS von einem Kollegen von Ihnen oder Stuttgart EUWAX. Was würden Sie empfehlen? Ja, bin ich vorhin ja auch schon mal kurz darauf zu sprechen gekommen. Also ich würde erst mal gucken, wenn Sie tatsächlich Realtime-Daten benötigen, ob Sie nicht mit dem kostenfreien BATS-Chai-X Abonnement, was wir bezahlen, zurechtkommen, ja. Weil ich sag mal, die Einzelabos, das hatten wir ja gerade schon im Webinar, es ist schwierig, Sie müssen dann auch immer die Einzelbörse auswählen, Sie können sich den Chart trotzdem nicht smart anzeigen lassen, auch wenn Sie hier Realtime-Daten definitiv, egal welches Abo Sie abonnieren, sehen können dann, ja. Aber ich würde es erstmal mit der kostenfreien Variante probieren. Stuttgart bezahlen Sie ja, glaube ich, 5,50 oder sind 6 €. Ja, gucken Sie mal, wie Sie damit zurechtkommen. Und ja, also ich vermute, dass es schon ausreichend sein dürfte. Außer Sie möchten natürlich jetzt, sag ich mal, Stuttgart EUWAX irgendwelche Zertifikate handeln oder etwas dergleichen, dann sollten Sie vielleicht überlegen, Stuttgart zu nehmen. Aber probieren Sie erstmal die kostenfreien BATS-CHAIX-Kurse aus, finden Sie in der Kontoverwaltung im Menü unter Einstellungen, Benutzereinstellungen, Marktdaten, Abonnements, gehen dann auf aktuelle GFIS-Abonnements, auf dieses Zahnrädchen oben, dann auf Europa. Dort dann auf Level 2 und dort finden Sie unter E wie Emil European BATS CHAIX und dahinter steht Gebühr erlassen, weil das, wie gesagt, CapTrader für all seine Kunden bezahlt. Ich hoffe auch diese Info, mit der können Sie was anfangen und die hilft Ihnen vielleicht weiter. Vermutlich schon. So, mal weiter im Text hier. Danke, das hilft weiter. Ich kann in der TWS rechts zwischen beiden Konten soll das heißen, beiden Kontonummern umschalten. Dann erscheinen aber immer die gleichen Spalten, nur in der Spalte Portfolio wird dann unterschieden. Ja, das stimmt. Es wird in der Spalte Portfolio wird unterschieden, aber Sie können nicht, sage ich mal, diese Watchlisten, das ist nicht separiert auf jedes Konto, ne? Also deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, legen Sie doch eine Watchliste an für Ihr eines U-Konto und für das andere. Ja, und dementsprechend, weil das Portfolio ändert sich tatsächlich, weil es gibt ja auch Unterschiede, was in dem einen Portfolio, in dem einen Konto drin ist und auf dem anderen. Vorne die Watchlisten ändern sich leider nicht, ja, und dementsprechend lösen Sie das doch vielleicht einfach über ja, den Menüpunkt oder eine weitere Watchliste, die Sie dann für das spezielle Konto einrichten. Kann ich in der klassischen TWS nach Optionsstrategien gruppieren, also die jeweiligen Butterflies und Straddles untereinander? Ja, richtig gruppieren nicht. Ja, die müssten Sie dann schon, sage ich mal, so sortieren, wie Sie das möchten. Ja, Sie können ja hier per rechter Mausklick, dann gibt es dort unten Gruppentitel erstellen. Ja, öffnet sich das kleine Fensterchen. Ja, und dann geben wir mal Butterfly ein, ja, und dort drunter könnten Sie sich die gruppierten Sachen drunter ziehen, ne? Das würde natürlich funktionieren, ja. Aber auch nur so, ja. Weil ansonsten über die Finanzinstrumente können Sie sonst nur nach Namen oder sonst irgendwas sortieren. Also das wäre vielleicht mit den Gruppentiteln in Ihren Watchlisten, wäre das Vernünftigste, was man da machen kann, ja. So. Was haben wir hier noch? Ich guck mal, wir nähern uns ja auch schon fast dem Ende, aber Gott sei Dank, sage ich mal, sind noch ein paar Fragen da.
Ach so, das hatten wir schon. Ich möchte pro Konto unterschiedliche Reiter haben, nicht so wie Sie es beim Beispiel mit. Ja, nochmal. Also ich verstehe, was Sie meinen, aber das werden Sie so nicht machen können. Ja, also Sie werden die Reiter nicht, die TWS dahingehend nicht ändern können, dass Sie, wenn Sie das eine Konto auswählen, unten andere Reiter angezeigt bekommen. Ne? Also ich habe Ihnen Workaround vorgeschlagen. Ja, ich habe Sie schon vorher verstanden, hatte ich ja auch gesagt. Das wäre der Workaround. Das, was Sie jetzt aktuell wollen, das funktioniert nicht. Ja, um es dann mal auf den Punkt zu bringen. Kann ich mir den entsprechenden Index in einer Aktie als Vergleich darstellen lassen, also im Chart? Es geht. Ich zeige es Ihnen. Wir haben hier aktuell Apple. Sie gehen oben auf Bearbeiten. Chartparameter. Dann können wir hier sagen Indexvergleiche. Wir können jetzt zum Beispiel den SPX hier mal auswählen, können hier sonst auch einen Index hinzufügen hier unten, aber wir nehmen jetzt dementsprechend mal einen S&P und von mir aus den Nasdaq 100 Stock Index, übernehmen das Ganze und hier unten bekommen Sie es dementsprechend angezeigt. Ja, also wir haben hier Nasdaq, ja, in Ausführung verzögert, die blaue Linie und der SPX, ja, den wir hier unten haben. So würde es Ihnen dann dementsprechend im jeweiligen Chart angezeigt werden. Ja. So wäre es möglich. Nochmal bearbeiten, Chartparameter, Indexvergleiche, hier oben den Reiter wählen, dann dort einen auswählen oder mehrere auswählen. Ein Index hinzufügen würde auch funktionieren, ja. Gehen dann auf Übernehmen, okay, und schon bekommen Sie das hier unten ebenfalls angezeigt, ja. Okay, da haben wir was. Mir ist aufgefallen, dass sich die Durchschnittskurse in der Portfolioansicht der TWS von denen im Kontoauszug unterscheiden, zum Beispiel nach einem Spin-off. Warum ist das so? Kann passieren tatsächlich. Der Kontoauszug, der wird dementsprechend angepasst. Ja, also der ist dann definitiv immer normalerweise richtig. Was Sie machen können, das kann passieren, dass das nach dem Spin-off vielleicht mal nicht der Fall ist. Aber was können Sie machen, dass das wieder in geregelte Bahnen läuft? Hier oben Kontofenster öffnen, also diese zwei Münzstapel hier oben links. Kontofenster öffnet sich, rechten Mausklick auf die Position in Ihrem Portfolio und dann gibt es hier den Reiter Durchschnittskurse anpassen. Und jetzt könnten Sie hier den korrekten Durchschnittskurs nochmal eintragen, gehen auf OK. Ich mache das mal schnell, damit Sie das mal sehen. Wir machen da jetzt einfach mal eine 66 anstatt 46 draus. Anpassen, okay. Jetzt haben wir hier den Durchschnittskurs 66 anstatt Einstandskurs 66, 46. Ich ändere das wieder um. Rechter Mausklick da drauf. Durchschnittskurs anpassen. 66, 46. Okay. Und schon ist das Ganze wieder dementsprechend stimmig. Also es kann passieren tatsächlich, dass so etwas nach einer Kapitalmaßnahme hier manuell angepasst werden muss in der TWS. Ja, ist, sage ich mal, auch nicht hochgradig kompliziert. In Ihren Kontoauszügen finden Sie normalerweise die korrekten Daten und per, wie gesagt, zwei Mausklicks und schon passt das Ganze wieder. Ja. So, was haben wir hier noch? Hier sehe ich noch mal oder höre noch mal was zur Einlagensicherung. Die Einlagensicherung wird beim Cashbestand nur bis 20.000 gelten, so wie bisher auch war. Wie es bisher auch war. Nein, also aktuell ist es etwas anders gewesen.
Ich sag mal, bis dato waren sie bei der Einlagensicherung bis 250.000 US-Dollar in Cash abgesichert, ja. Über die SIPC, das ist ein Zusammenschluss der US-amerikanischen Broker, das ist so etwas wie ein großer Fonds, in den dort eingezahlt wird, ja, um wenn es dann tatsächlich zu ja, einer Insolvenz kommt, dass dort dementsprechend Kunden auch daraus bedient werden, ja. Zukünftig wird es erstmal so sein, nachdem der Brexit ja quasi über Nacht kam, ja, dass Cash-Bestände tatsächlich, weil man schnell reagieren musste, die kleine Lizenz beantragt wurde. Dort sind Cash-Bestände über diesen European Protection Scheme bis 20.000 abgesichert, bei ganz normalen Finanzinstitutionen, bei Vollbanken bis 100.000. Die 20.000 werden erstmal vorerst gelten, wobei IB natürlich dort an einer Versicherungslösung arbeitet, wie es bisher war bei den 250.000 oder es war ja fast eine Versicherungslösung, es war ein Fonds, ein Zusammenschluss. Die werden entweder an einer Versicherungslösung arbeiten oder tatsächlich gucken, dass sie zu einer Vollbanklizenz gelangen, um die 100.000 aufzustocken. Das heißt aber nicht, dass dort zukünftig auch Girokonten möglich sind, sondern es geht da tatsächlich nur um diese Einlagensicherung, damit man die auch zukünftig wieder erhöhen kann. Das Ganze wird aber tatsächlich, ich möchte ja auch ehrliche Worte sprechen, ja, mit Sicherheit jetzt wird der Umzug erstmal stattfinden von den UK-Konten bis zum Jahresende. Dann werden die LLC-Kunden, also die Kundenkonten der US-Einheiten von IB, die europäische Kunden aktuell haben, umziehen bis zum Ende des ersten Quartals 2021. Und wenn das alles vollzogen ist, dann wird sich, denke ich, auch intensiver seitens IB um diese Erhöhung der Einlagensicherung gekümmert. Ja, wobei man dazu natürlich sagen muss, Interactive Brokers ist nicht nur der weltweit größte Online-Broker, sondern auch ein sehr, sehr sicherheitsbewusster Broker. Das sieht man natürlich auch an den, sage ich mal, relativ geringen Hebelmöglichkeiten, die sie dort haben. Also es gibt Broker, bei denen haben sie weitaus geringere Margin-Hinterlegungen und weitaus höhere Hebel auch. Ja, die sind da schon sehr, sehr sicherheitsorientiert. Also die Risk-Abteilung von denen, die arbeitet da wahnsinnig gut, ja, und konservativ. 8,5 Milliarden Eigenkapital, ja, also auch hier liegen sie weit über dem Durchschnitt natürlich, sage ich mal, des geforderten Eigenkapitals, was so ein Broker normalerweise aufweisen muss, ja. Zusätzlich, ja, sage ich mal, nicht nur der weltweit größte Broker, wenn man jetzt mal sieht, okay, IB würde, gehen wir mal davon aus, tatsächlich, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, ja, auf gut Deutsch, IB würde insolvent gehen, ja. Aktien sind sowieso ihre, ja, auch wenn es nicht, sag ich mal, den Namen Sondervermögen, sondern dann tatsächlich im Street Name gehalten hat, das Kind, ja. Die Aktien, die wahren Eigentümer dieser Aktien sind sie, ja. Also Aktien, die sie mit ihrem Cash hinterlegen können, sind natürlich dementsprechend auch weiterhin ihre Aktien, ja, selbst im Falle der Insolvenz. Cash-Bestände wären dann natürlich nur noch bis 20.000 abgesichert, ja, aktuell. Aber ich möchte da ja jetzt nicht schlecht reden, wie es bisher war. Aber natürlich ist es eine US-amerikanische, die SIPC, eine US-amerikanische Einlagensicherung. Jetzt gehen wir mal nur davon aus, dass 100.000 von IBs Kunden, und glauben Sie mir, die haben weltweit Millionen von Kunden, nur auf diese 250.000 Cash-Einlage zurückgreifen müssten, dann würden dort eine Summe von 25 Milliarden letztendlich entstehen. Ja, jetzt können Sie sich das ja mal hochrechnen, ja, bei Millionen von Kunden, wie viele so eine volle Einlagensicherung dann tatsächlich benötigen würden. Das geht also wahrscheinlich in Hunderte von Milliarden, ja. Und bevor IB natürlich, sage ich mal, Insolvenz anmelden müsste. Ja, wie gesagt, mir fällt kein Grund ein, warum, weil die Kundengelder werden auf segregierten Konten gehalten, also komplett vom Eigenkapital weg. Ja, die betreiben keinen Eigenhandel, also wüsste ich nicht, warum es so weit kommen sollte. Aber bevor es tatsächlich so weit kommt, würden wahrscheinlich andere Broker auf diesen Fonds bereits schon zugreifen müssen. Ja,
Und hier ist es natürlich dann so, sprich, wenn dann tatsächlich auch noch der Worst Case mit IB eintreffen würde, was wäre dann tatsächlich noch in dieser Vorlösung der SIPC letztendlich für die IB-Kunden übrig? Und dann gebe ich auch zu bedenken, IB ist trotz alledem US-Broker, ja, dann würde wahrscheinlich voraussichtlich, so sage ich jetzt mal, America First gelten. Also würden wahrscheinlich erstmal wahrscheinlich amerikanische Kunden dort ihre Gelder rausbekommen. Ne? Also was ich Ihnen damit eigentlich nur sagen möchte, ist, ja, es hört sich zwar gut an, es liest sich super, 250.000 und jetzt sinkt das auf 20.000 runter, das Ganze, ja. Aber wie gesagt, wie im Worst Case dann tatsächlich aussieht oder aussehen würde, weiß man natürlich nicht. Und ich hoffe, dieser Fall wird auch nie eintreten. Und ich habe da jetzt auch keine Bedenken, dass das jemals der Fall sein wird. Also die letzten 40 Jahre wurde tatsächlich super gewirtschaftet, sehr konservativ gearbeitet und das Gleiche sehe ich auch weiterhin. Also von daher habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir nicht die nächsten 40 Jahre auch weiter so arbeiten können wie gehabt, ja, und vor allem dann dementsprechend auch mit Ihnen zusammen. Ja, wunderbar. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen: Wir haben 7:10, ja. Ich hoffe, die Fragen sind zum größten Teil soweit beantwortet worden. Ich wollte heute eigentlich nicht auf den Brexit eingehen, ja, weil ich da schon genug Telefonate dahingehend geführt habe. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so passiert. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für die rege Teilnahme. War mir wie immer ein Vergnügen. Freue mich auf das nächste Helpdesk mit Ihnen. Das wird dann im neuen Jahr erst wieder stattfinden. Ich wünsche Ihnen alle fröhliche Weihnachten, besinnliche Festtage. Bleiben Sie vor allem gesund und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 für all die, die ich nicht mehr am Telefon haben werde dieses Jahr. Ja, machen Sie es gut, schönen Abend und bis bald.